baue ich dann irgendwo an einem anderen Ort und ziehe komplett um. Und dann sich hier immer was abreiße. Ich mir dann ständig noch dieses Gejapse da hören muss, von der Ausdauer her. Ja, ich weiß, ihr müsst ja auch mein Gejammer hier ertragen, ne? Ich versuche sie auch zu vermeiden, aber manchmal geht's halt einfach nicht. Manchmal muss die Wut einfach raus. Aber ein Tag ist um. Dann gucke ich jetzt noch mal, wie es aussieht mit dem Brennholz. Ups. Falsches Gebäude. Es nimmt immer weiter ab. Ich verstehe das nicht. Leute, wie kriege ich denn das Brennholz in den Griff? Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Doch so, wie ich gedacht habe, ne? Denke ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Holzschuppen. Wenn ich es jetzt mache, wie ich schon mal gemacht hatte, dass ich jetzt sage, hier machen wir zum Beispiel jetzt, was weiß ich, 30% Rundholz, ich hatte so 40, 60, ja, dann logisch, dann produziert er mehr Brennholz, aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich schneller umgehauen. Ich probiere es jetzt einmal so, 30, 70. Jetzt gehe ich erstmal pennen. Achso, wir haben ja unser Haus noch gar nicht fertig da hinten. Ist ja egal, das kann man ja im Dunkeln bauen. So, jetzt brauche ich bloß noch Stroh. Dann ist das Ding fertig. Ich muss mal die Bretter hier. Ich wollte nicht klauen, das war Zufall. Ich wollte was anderes aufheben und die Bretter lagen halt da. Warum gehen diese blöden Hämmer immer genau dann kaputt, wenn sie nicht kaputt gehen sollen? So, Rundholz F. Was brauche ich noch? Zwei blöde Stück. Liegen hier welche rum? Nee. Stock. Schöner am Winter ist, dass man sogar im gerade erschrocken eben. Dachte schon, was ist jetzt kaputt?
Gott sei Dank ist die Hütte für dich. Gott sei Dank. So, ja, genau. Wir bauen jetzt noch so ein Waschtroh. Zumindest nur denen, die jetzt einen Zaun haben. Dazu brauchen wir Bretter. Ich glaube 6. Ich glaube 6. F. 6. Akzeptieren. Kommt auch mal noch so ein Waschtrog. Nee, doch 8. Wieso kann ich denn hier nur V und E? Nee, cool. Ah, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Nee, und A-Taste geht nicht. Ist das V? Geht auch nicht. Kann ich nicht eins immer so einser Schritte nach vorne? Das ist auch ein bisschen nervend hier immer. So. Wo stelle ich denn jetzt hin, den Wasserdruck? Hier oder hier? Ich glaube hier, ne? Sieht bestimmt schöner aus. So. Ich hoffe, dass dann das Grünzeug da verschwindet. Ja. Ich mich jetzt auch hier waschen? Ja, es geht sogar. Das geht sogar. Also im Dorf ohne kann ich es nicht machen. So, jetzt bauen wir noch ein Haus. Gott, mir graut jetzt schon Schlimmes. Wo stelle ich denn die Hütte jetzt hin? Ich glaube, ihr habt jetzt erraten, wo ich sie hinbaue. Achso, ich brauche die Schippe. Ich muss die Stumpen wegmachen. Ich glaube, ihr habt erraten, ne? Wo sie hin sollen. So, wo ist denn? Tram. Wo ist meine Schippe? Die kaputt. Scheiße. Da muss ich wohl eine neue bauen. Oder ist es dort drin? Nein. Ja, da muss ich eine neue bauen. So. Oder habe ich sie? Nee. Hölzerne Schaufel. Wo bist du? Da auf die 2. Aber ich denke, dass es hier besser klappt, weil hier muss ich mich nur nach dem hier ausrichten und nicht noch da ohne irgendetwas.
So, du musst, glaube ich, auch weg. Ah, ich lasse dich mal stehen. Das Zeug nämlich noch mit hier. Bevor es verloren geht. Federn. Nochmal Federn. Dann zu, oder? Nee, ich glaube, da. So, der Eingang soll jetzt im Prinzip gegenüber von dem da sein. Das heißt, ich muss die Hütte einmal komplett drehen. So. Jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich einigermaßen Maß nehme. Ja. Nein, daneben die Bäume müssen noch weg. Hoppla. Der muss noch weg. Sehr wahrscheinlich nicht mehr laufen können. Deswegen nehmen wir jetzt trotzdem mal auf. Kann ich noch laufen? Ah, ja, es geht noch. Es geht noch. Wenn auch schleppend. So, jetzt stellen wir uns genau in den Winkel von der Tür. So, laufen auch jetzt genau auf die Tür gerade zu. Diese Cursor in die Mitte. So. Das Baumenü. Jetzt auf keinen Fall mehr die Maus berühren. Außer halt jetzt zum Auswählen. So. Und jetzt das Haus passend drehen. Ja. So, jetzt. So zurück, bis es grün wird und dann noch ein Stück. So, jetzt. Ah. So, jetzt bin ich gespannt. Ach, ich hab's vergessen zu drehen. Naja, egal. Ja, so funktioniert's. So funktioniert's. 2. Da brauchen wir 2. So. Ein Rundholz fehlt. Ein Rundholz. So, geh mal gucken. Das stimmt immer noch nicht. Das läuft immer noch nicht. Jetzt wirklich gedemütigt. Jetzt probiere ich was anderes. Management.
So, jetzt machst du mir Holzfällerschuppen. Du machst mir jetzt 100% Baumstämme. So. Holzschuppen F. Ich hoffe doch, dass die das Material dann aus dem Lager holen. Du machst mir 100% Brennholz. So. Und du machst mir 50-50. Habe ich jetzt Rundholz rausgeholt? Nee, ne? F. Komm, wir nehmen mal Zähne mit. So. Wie gesagt, ich habe das mit dem blöden Brennholz schon bei meinem ersten Spiel nicht zum Laufen gebracht, dass das funktioniert hat. Scheinbar bin ich wirklich zu blöd dafür. Strom müsste ich doch auch noch haben. Es war's. Nu sind die Stücke all. Alle. Kaputt. 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 Da liegen ja genug Stöcke rum. Da liegen die ja genug. Also Freunde, wenn ihr das Video seht, ich nehme gerne Tipps, Tricks an, wie ich dieses blöde Brennholz in den Griff kriege. Wie viel Holzfäller kann ich denn eigentlich da einsetzen? Einer oder zwei? Einer. Uno.
Also, Riese Haus. Frisst schon einiges an Ressourcen. Stücke reichen wieder nicht. Kann ich eigentlich das Holzlager 2 schon bauen? Muss ich gerade mal gucken, fällt mir eben ein. Management. Kann ich da. Quatsch, Technologie. Müsste doch normalerweise schon zu bauen gehen, oder? Werkstatt, Näherei, Taverne, Schmiede, Näherei, Taverne, Schmiede, Näherei. Holzschuppen 1. Ah, nee, kann ich noch nicht. Kann ich da mehrere Arbeiter einsetzen oder auch wieder nur eine? Dann würde ich nämlich wirklich eine nur Holzstämme farmen lasse und der andere nur Brennholz herstelle, wenn es wirklich zwei wären. Sollte jetzt aber doch genügen. Ist ja fast fertig, die Hütte. Aber das würde Sicherheit gut aussehen, wenn man hier hinten einen Zaun zieht von dem Haus, also von der Kante zu der Kante. Das dann vielleicht so weiterbaut. Eins würde ich noch hinbekommen. Und dann kommen ja hier die Felder. Ich gerade mal hier so Pimo Daumen gucke. Nee, da passt keins mehr hin. Oder ich lege die Felder nicht in die Richtung, ich lege die Felder halt dann eben weiter hoch. Könnte man auch machen. Dass man hier das dann so weiterführt. Noch zwei, drei Häuser. Wie sieht denn eigentlich mal Baulimit aus? 15 von 25. Ja gut, ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Die Hütte ist jetzt fertig. Innen drin habe ich auch gemacht, ne? Jawohl. So. Dann gehe ich mal. Kann ich eigentlich so... Nee, da kann ich nur waschen, ne? Trinken kann ich da nicht. Nee. Schade, warum kann ich da nichts trinken? Wir müssen auch noch Dünger besorgen, weil ich glaube kaum, dass das verrottete Fleisch oder das Essen, was wir haben, dass das ausreicht. Das ist das nächste, so machen wir es eins. Da kriege ich immer nichts mehr raus. Und das rohe Fleisch, das ist dann nur vergammelt, das kann man wegschmeißen. Ich könnte
Das funktioniert ja super gut. Ich könnte wirklich mal, wir kriegen ja jetzt bald wieder Zwiebeln. Vielleicht lege ich sogar noch mal Zwiebelfeld extra dafür an, Essen herzustellen, was wir dann wiederum verrotten lassen. Dünger, wir haben ja kein Viehzeugs, wo uns Dung liefert. Also bleibt ja nur Essen oder für teuer Geld jedes Mal das Zeugs da kaufen. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man zu Dünger kommt. Versteht ihr, was ich meine? So. Jetzt schauen wir nochmal in die Kiste. Ob sich da mittlerweile was. Jetzt steigt's Brennholz. Jetzt geht's hoch. 45. Dass ich das jetzt vergesse. Dann bin ich mal gespannt auf morgen. Über Nacht. Gut. Dann würde ich sagen, wir müssen jetzt noch die Reputationspunkte sammeln. Auch wenn ich keine große Lust habe, mache ich mich jetzt auf den Weg und mache Quests. So, hier habe ich noch 2 Stück bei mir selbst. Also der Schmied, der ist gerade näher. Da gehe ich mal erst zu dem. Weil die sind normalerweise immer relativ schnell erledigt. So, hallo, was willst du? Möchtest du Geld schnell... Möchtest du... Knoten. Möchtest du schnell Geld verdienen? Ich könnte. Was ist dein Vorschlag? In der Nähe gibt es eine Höhle. Ich brauche jemanden, der dorthin geht und Eisenerz besorgt. Ich hole das Eisen für dich. So, jetzt brauche ich aber eine Spitzhacke. Nun brauche ich eine Spitzhacke. Die muss ich kaufen. Um sie herzustellen, brauche ich vermutlich mal... Moment, kann ich hier eine steinerne Spitzhacke? Nee, ne? Wurfstein. Nee, da muss ich mal eine kaufen. Da muss ich mir eine kaufen. Und was will der andere Kollege von mir da hinten? Jägersmite. Du bist es nicht. Du auch nicht. Ich kann mal gucken. Ach nee, unseren Landwirt. Wenigstens der macht einen super Job. So, was willst du? Kann ich dir helfen? Hä? Jetzt bin ich aber etwas... Was ist denn der mit dem Quest? Was ist denn das? Wurde mir doch eben hier angezeigt. Wieso ist er jetzt so drüber auf Emmo wieder? Wollen die mich verarschen? Die wollen mich verarschen. Rosamund, was machst du mit mir? Warum schickst du mich rüber und über? Kann ich dir bei was helfen? So. Du wirst ein bewährter Kämpfer. Was, du siehst wie ein bewährter Kämpfer aus. Kannst du uns bitte helfen? Was willst du? Nachts könnten wir
schreckliches Heulen hören. Wärst du so nett, die Wölfe loszuwerden? Ach du Scheiße, noch Wölfe. Wie viele Wölfe ich denn habe? Muss ich die nachts jagen? Banal. Nächtliches Geheule. 5 Stück. Jo, dann würde ich sagen, dann bauen wir mal ein paar Speere, ne? Beziehungsweise wir gehen eher schon mal in die Stadt, kaufen eine Spitzhacke. Dann machen wir mal 5 Speere. Ich könnte zwar mit dem Bogen schießen, aber ich habe mich jetzt mit der Speere eingeschossen. Ja gut, wird eh bald Nacht, von daher passt es hier, ne? Mit dem nächtlichen Geheul. Ich muss dann nur noch ein paar Dinge holen. So, Inventar, die Speere, die machen wir jetzt auf 3. 1, 2, auf 3. So. Jetzt muss ich mal sputen, dass ich die Spitzhacke noch kriege. Dass wieder Nacht wird und ich schlafe gehen und ich den blöd durchstehe. Weil ich nehme an, dass der Quest nämlich dann beim Jahreswechsel quasi verfällt. Und ich nehme an, die Spitzhacke, die werde ich beim Unigost kriegen, ne? Das ist so ein Ding, was mich von Anfang an schon gestört hat. Aber ich will es halt auch nicht abschalten. So, ich hoffe wirklich, dass deine Spitzhacke hat. Hey, Unigost, hast du eine Spitzhacke? Natürlich will er Kenny, ne? Kriege ich jetzt so eine blöde Spitzhacke her. Wiedersehen. Die Adelina hat Kenny. Der Ober, der Zombie auch nicht. Der hat vielleicht schon Dio in hier. Ich glaube es zwar nicht, aber... Man kann ja mal gucken. Hast du eine Spitzhacke? Salz. Steinaxt, Steinmesser. Och nee, Menschenskind. Da muss ich jetzt so in die ganze Dörfer rumrennen und so eine blöde Kack-Spitzhacke suchen. Wo ist denn die Adelina? Die wir zwar Kenny haben, aber ich probiere es halt immer. Ich dachte, oh, war echt. Der Viehbuhr hat, glaube ich. Steh ich jetzt noch da?
Ja, nee, Freunde, wir machen hier mit der Folge Schluss. Das macht keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt noch auf die Schnelle eine Spitzhacke herkriege. Wir sehen uns dann irgendwann. Bye, bye. Ciao, ciao.